Ja, bei mir zu Gast heute Manfred Zimmel, hallo. Hallo Tarek. Du bist Börsenastrologe und du hast mich also angemailt. An dieser Stelle auch gleich die Aufforderung an alle anderen Hörer, die glauben oder eine Sendung mit mir machen wollen und über irgendein interessantes Thema sprechen können. Freue mich jederzeit sehr darüber, wenn irgendjemand mich anmeldet. Du hast das gemacht. Und dein Thema ist Planet X. Das ist ein Thema, das mich schon seit Jahren eigentlich interessiert. Nie so recht wusste, was ist dran. Es gab ja schon eine Sendung darüber mit Peter Stachel über die Sumerer und Sitchin, wo ja dieses Thema natürlich relativ zentral ist. Über den Herrn werden wir halt auch noch reden, also über Sitchin. Und du bist also Börsenastrologe. Jetzt ist meine Frage an dich, wie ist dein Werdegang generell und was, um Himmels Willen, macht ein Börsenastrologe? Also ein Börsenastrologe verbindet zwei Themen, die so nach der Meinung vieler Menschen eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Börse und Astrologie. Also ich bin studierter Betriebswirt an der Wirtschaftsuniversität Wien. Habe ich studiert und habe mich parallel zu meinem Studium die ganze Zeit eigentlich dafür interessiert, für so mal Grenzthemen. Und insbesondere für die Astrologie. Im späteren Stadium meines Studiums kam ich dann auf die Idee, hier eine Diplomarbeit zu schreiben, im Thema Astrologie und Wirtschaft. Da habe ich dann eine Untersuchung durchgeführt, und zwar Konkursunternehmen und erfolgreiche Unternehmen, wie sich die astrologisch unterscheiden. Es war eigentlich sehr erfolgreich und ja, ich habe das dann weiter verfolgt, habe noch eine Dissertation begonnen über Astrologie in der Personalauswahl, die ich aber dann nicht fertigstellen konnte. Und nach meinem Zivildienst habe ich dann einen Börsenbrief gegründet. Das heißt, der Börsenbrief läuft fast ausschließlich über Internet. Ich gebe Prognosen heraus, so im Schnitt ein, zweimal in der Woche zum Börsengeschehen, also nicht den Aktienmärkten, auch alle anderen Märkte. Und ja, es funktioniert momentan recht gut. Entschuldigung, also dein Studium war jetzt was genau? Betriebswirtschaft. Betriebswirtschaft, okay. Und ja, das ist, also ich arbeite auch mit einer Kombination von konventionellen Methoden, herkömmliche fundamentale Analyse, technische Analyse, wenn Sie sich ein bisschen mit der Börse auskennen. Und dann auch andere Methoden, Numerologie, Zyklen, das heißt alles, was Einsichten in die Börsenwelt anbietet und sich dann prognostisch auch verwerten lässt. Okay, also das heißt, du versuchst aufgrund astrologischer Ereignisse den Gang der Wirtschaft, der Weltwirtschaft irgendwo vorherzusagen, oder? Genau, also ich schaue, wie hängt das zusammen, was dem Kosmos passiert, mit dem, was auf der Erde passiert, das ist Astrologie allgemein. Und wenn man es anwendet auf Gebiete wie Psychologie, das wäre dann die normale psychologische Astrologie, und dann eben Börsenastrologie oder Wirtschaftsastrologie wäre dann so der Überbegriff. Okay, und wie lange beschäftigst du dich jetzt schon mit dem Thema Planet X? Mit Planet X beschäftige mich eigentlich erst seit knapp 2 Jahren. Das war also Mitte 2001, als ich in einem Forum auf dieses Thema gestoßen wurde. Es war zunächst einmal ein rein, sagen wir, akademisches Interesse. Das heißt, es hat sich sehr interessant angehört. Und das war eigentlich dann gleich der Schock zu Beginn, was ich dann gelesen habe vom russischen Premierminister Primakov, der im September 2000 gesagt hat, er erwartet für das Jahr 2003 einen massiven Bevölkerungsrückgang in Russland und es ist sogar die Existenz Russlands bedroht. Das Merkwürdige war, er gab keinerlei Hinweise darauf, warum dies so sein sollte. Das ist natürlich eine ungeheuerliche Aussage. Also stellen wir uns vor, unser Bundeskanzler Schüssel würde jetzt sagen, ja, liebe Österreicherinnen und Österreicher, in 3 Jahren gibt es vielleicht Österreich gar nicht mehr in dieser Form und es gibt einen massiven Bevölkerungsrückgang.
Das würde wahrscheinlich jeden aufschrecken. Und von den Journalisten, die das kommentiert haben, diese Pressekonferenz, die übrigens gemeinsam mit der Opposition war, das heißt, es war kein politisches Spiel, keine Intrige. Die Journalisten haben einige Spekulationen angeboten über die Schuldenproblematik, die könnte zu diesen Folgen führen. Ist natürlich sehr, sehr weit hergeholt. Also Russland ist natürlich wirtschaftlich in sehr schlechtem Zustand, hat massive Schulden, aber das führt nicht dazu, dass es zu einem massiven Bevölkerungsrückgang kommt und schon gar nicht innerhalb eines Jahres. Also die zweite Hypothese war dann noch, es ist der Bevölkerungsrückgang auch hier. Das wirkt sich wahrscheinlich aus auf Sicht von etlichen Jahrzehnten, aber auch wiederum nicht in einem bestimmten Jahr. Und das war für mich der Einstieg in diese Problematik. Also ich dachte mir, ich wusste, dass die Russen sind in vielerlei Hinsicht führend auf wissenschaftlichem Gebiet. Hier muss irgendetwas dran sein. Das heißt, diese Verbindung war mir klar. Es hat wahrscheinlich etwas zu tun mit diesen Veränderungen, mit den Erdveränderungen und auch mit den Veränderungen im Sonnensystem, die vorgehen. Und habe mich dann begonnen, eben vor knapp 2 Jahren damit zu beschäftigen und habe seither eigentlich so ziemlich alles gelesen oder angehört, vor allem in amerikanischen Radioshows, was es dazu gibt, um mir hier eine Meinung zu bilden. Okay, ich meine, es könnte natürlich auch sein, dass Primakov damals schon gewusst hat von den Plänen der amerikanischen Regierung, die, glaube ich, in der Form damals schon so existiert hat. Ich glaube, es war nach der Wahl Bushs. Wahl unter Anführungszeichen. Vielleicht ist auch dieser Krieg damit gemeint gewesen. Das war für mich der Einstieg. Also ich glaube, das war nur ein einziges Faktum. Es gibt sehr viele mehr an Hintergrundinformationen, die da reinspielt. Also ich weiß nicht, wo wir beginnen. Oder das war aber nur der Einstieg. Wir machen jetzt eine kurze Pause. Und wir kommen dann wieder und werden dem Ganzen dann genauer auf den Zahn fühlen. Sie hören Crop FM und das Thema der heutigen Sendung ist der 10. Planet. Mein Gast ist Manfred Zimmel, ein Börsenastrologe. Und okay, also du bist ja davon überzeugt, dass also dieser Planet existiert. Das ist ja eine Kontroverse jetzt seit mindestens 10 Jahren, glaube ich, oder länger, eigentlich seitdem Sitchin mit seiner These kam, aufgrund der Übersetzungen dieser sumerischen Schriften, dass es einen 10. Planeten gibt. Die Sumerer haben an und für sich sehr detailliertes Wissen über unser Sonnensystem gehabt. Die Frage natürlich, warum sollen sie sich gerade da geirrt haben, wobei das ja zentrales Element ihrer Mythologie ist, dieser 10. Planet. Dennoch gibt es ja relativ wenig greifbare Beweise dafür. Zumindest kenne ich keine. Ich habe da natürlich bei Weitem nicht so genau nachgeforscht wie du. Warum bist du davon überzeugt, dass es tatsächlich stimmt, dass es diesen 10. Planeten gibt? Was hat dich letztendlich davon überzeugt? Also die Suche nach dem 10. Planeten zieht sich eigentlich schon mindestens über 100 Jahre. Neptun wurde entdeckt vor etwa 150 Jahren. Und es war bald klar, es muss noch einen größeren Himmelskörper da draußen irgendwo geben, der Bahnstörungen verursacht. Dann wurde Pluto 1930 entdeckt. Und es stellte sich bald heraus, Pluto war einfach zu klein, um diese Unregelmäßigkeiten erklären zu können. Dann gab es auch in der astronomischen Fachliteratur über Jahrzehnte diese immer wieder die Planet X-Artikel und Hypothesen dazu. Ernst wurde es dann eigentlich erst in den 80er Jahren. Da hat ein sehr bekannter amerikanischer Astronom, und zwar der Dr. Robert Harrington, das ist der Chef des US Naval Observatory, das heißt wirklich ein sehr führender Astronom, hat sich auf die Suche gemacht. Er hat mit Hilfe eines Modells berechnet, wo dieser Planet wahrscheinlich zu finden sein müsste. Und seiner Meinung nach war es die Gegend Skorpionschütze,
die am wahrscheinlichsten war und mit deutlich geringerer Wahrscheinlichkeit die Gegend Stier, das heißt genau gegenüberliegend. Das heißt, er fuhr dann, gibt es auch die Artikel dazu, 1988, 1991 wurden die veröffentlicht, und er fuhr dann Anfang der 90er Jahre mit einem Teleskop, eigentlich mit einem relativ kleinen, mit einem 20 cm Teleskop nach Neuseeland, um ihn dort zu sichten. Und das Merkwürdige ist, man hat eigentlich nachher nie wieder etwas davon gehört. Das heißt, in wissenschaftlichen Kreisen ist es ja üblich, es wird berichtet, positiv oder negativ. Das gab es nicht. Das heißt, er veröffentlichte nichts mehr dazu und starb dann sehr überraschend an Krebs. Wie übrigens auch sehr viele Ufologen. Ja. Und das hat natürlich auch wiederum einige Spekulationen entstehen lassen, warum er so plötzlich gestorben ist und warum hier keine Ergebnisse berichtet wurden. Und in jüngster Zeit kam wieder von russischer Seite, und zwar von Dr. Valery Uvarov, die Bestätigung, dass Russland den 10. Planeten verfolgt. Das war jetzt erst Anfang Februar, wo er das offiziell bestätigt hat. Und zwar, dieser Uvarov ist ein sehr hoher russischer Beamter und Wissenschaftler. Er ist der Leiter der russischen Sicherheitsakademie, nur zwei Hierarchieebenen unter Präsident Putin. Das heißt, wenn man wirklich, das ist die Frage, was man jetzt als Beweis akzeptiert, aber diese offizielle Bestätigung ist schon einmal ziemlich beeindruckend. Es gibt auch in der News-Sektion einen Link auf diese Norlock Space Probe Story, also eine russische Sonde, die diesen 10. Planeten angeblich fotografiert hat. Hat das was damit zu tun, oder ist das ein Hoax, das Ganze? Meiner Meinung nach ist es ein Hoax. Es könnte natürlich richtig sein, eine tatsächliche Fotografie, aber ich glaube es nicht. Das heißt, es gibt auch keinen Weg, um das irgendwie jetzt zu verifizieren. Okay. Das heißt, die Russen sind da eigentlich relativ interessiert an diesem ganzen Ding. Warum die Amerikaner nicht? Warum hört man eigentlich aus Amerika? Wobei man auch dazu sagen muss, dass es ja immer wieder Stories gibt bei CNN Space etc., dass man eben vermutet, dass es noch einen braunen Zwerg gibt. Das rührt auch von der Tatsache, dass in unserer Galaxis fast nur Binärsysteme existieren. Das heißt, wo also Sonnensysteme aus zwei sich umkreisenden Sonnen bestehen. Unser Sonnensystem daher ein sehr seltenes, unäres System wäre. Und man vermutet aus regelmäßig aus der Oortcloud herausgeschlagenen Meteoren eigentlich, dass wahrscheinlich oder dass eine Möglichkeit besteht, dass da ein brauner Zwerg, das heißt ein erloschener Stern, unsere Sonne noch umkreist. Dennoch habe ich so das Gefühl, dass also in Amerika eigentlich keine besondere Bereitschaft besteht, darüber zu sprechen. Warum ist die in Russland größer? Ja, ich glaube, der große Unterschied ist die Freizügigkeit in den Informationen. Also ich denke mir, dass auch hier die Amerikaner in Wirklichkeit führend sind in der Forschung zum Planeten X. Aber die Russen deutlich freizügiger in der Informationsfreigabe. Und in den USA gibt es vor allem Professor James McKinney, das ist ein Astrophysiker, der wegen seiner revolutionären Theorien, vor allem über Kometen, von der Uni geflogen ist und der für mich eigentlich jetzt da die Autorität ist auf dem Gebiet.